Promi-Geflüster, heute eine erste sommerliche Ausgabe, denn seit 1. Juni ist ja bekanntlich meteorologischer Sommeranfang. Das ist ein Zungenbrecher, Wahnsinn. Aber ich habe es einigermaßen gut hingekriegt. Und deshalb auch schönes Bild, die Rapsfelder, alles schön in Gelb. Wie es jetzt da bei meinem heutigen Interviewgast aussieht, Richtung Sachsen, Sachsen-Anhalt. Ja, gut, das wird es mir jetzt gleich verraten. Ich habe es jetzt nicht ganz geografisch so drauf, aber Halle, Leipzig, glaube, das ist so ihre Heimat. Und da sage ich jetzt einfach mal Hallo und herzlich willkommen. Franziska, grüße dich. Hallo, ich grüße dich. Ja, Sachsen, Sachsen-Anhalt, oder was ist es richtig? Also, bist nicht vollkommen falsch. Also Halle liegt in Sachsen-Anhalt und Leipzig liegt in Sachsen. Okay. ich bin gebürtig in Sachsen-Anhalt groß geworden, in Merseburg, und wohne jetzt seit knapp 6 Jahren im wunderschönen Sachsen in Leipzig. In Leipzig, ganz genau. Ja, also dann ist da so die Grenze durch. Dann haben wir das Geografische doch auch schon mal geklärt, ganz genau. Genau. Richtig. 2007 war es. Da haben wir uns, glaube ich, so das erste Mal kennengelernt in der Saison von Immer wieder Sonntags. Der Sommerhitkönig, das war auch gleichzeitig, glaube ich, die erste Staffel zum Sommerhitkönig. Und da hast du gleich gut abgesahnt sozusagen, du bist Sommerhit-Königin geworden, die erste. Genau, im Jahr 2007 hatte ich das große Glück, die erste Sommerhit-Königin zu werden und ja auch in dem allerersten Newcomer-Wettbewerb dran teilzunehmen, gleich in der ersten Sendung. Und ja, so zog sich das dann 12 Wochen hintereinander und ja, eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Ja, und seitdem, muss man sagen, ist eigentlich sehr, sehr viel passiert. Viele erfolgreiche Tourneen hinter dich gebracht. Natürlich auch gesanglich viel passiert. 11 CDs sind es, glaube ich, die da erschienen sind mittlerweile. Über 30 Singles und so weiter. Also wirklich toll, toll abgeräumt. Und jetzt mittlerweile eine wirklich reife Frau geworden. Hast auch einen richtigen, kann man sagen, anständigen Beruf noch erlernt und bist mittlerweile Gesangspädagogin. Ist das richtig? Genau, hier in Leipzig unterrichte ich seit 2017 Gesang an der Schule, an der ich auch meine Ausbildung zur Gesangspädagogin gemacht habe. Und ja, ich habe dann halt immer meine Schüler, die ich unterrichte, alles junge Mädels, die leidenschaftlich gern singen. Und ja, das macht sehr viel Spaß und ist auch sehr abwechslungsreich. Mhm. Welche Art von Gesang ist es denn dann? Ist es dann eher auch so, wie es du jetzt so gemacht hast bisher, denn die Schlagermusik oder schon ein bisschen anspruchsvoller, wo es dann vielleicht auch ein bisschen, sagen wir mal, in die Klassik geht? Ja, also auch Schlager kann anspruchsvoll sein, so ist es nicht. Aber tatsächlich ist es alles mehr so Mainstream. Also alles so im Pop-Bereich und ja, was so im Radio läuft, was halt so die Kids gerade hören. Also es ist natürlich so, dass manchmal kommen halt auch Songvorschläge von meinen Schülern, wo ich sage, das ist jetzt eher ungünstig. Also heutzutage sind natürlich so viele Remixe so beliebt, auch bei den jüngeren Leuten. Und dann kann man nicht immer sehr gut erstmal dazu begleiten am Klavier oder halt das auch überhaupt singen. Okay. Dann sind natürlich bestimmt einige Talente drunter, die da vielleicht von dir sozusagen vielleicht dann auch entdeckt werden könnten, oder? Ja, ich hatte jetzt eine Schülerin, also ich organisiere hier auch in Leipzig mit einer Talentshow, den Sibylla Augusta Preis. Und letztes Jahr haben wir damit angefangen, hier für das regionale Fernsehen, Sachsenfernsehen. Und da hatte sich dann auch letztes Jahr eine ehemalige Schülerin von mir beworben und sie haben das sogar ins Finale geschafft. Also da war ich dann auch stolz und es hat mich dann gefreut, sie wiederzusehen und auch zu sehen, was sie da
für Fortschritte gemacht hat und wie sie sich weiterentwickelt hat, ist schon schön. Das glaube ich, klar, wenn dann das, was man sozusagen dabei gebracht hat, wenn das dann auf einmal sozusagen Früchte bringt, dann ist es, glaube ich, ganz gut. Für immer wieder sonntags hat sich da noch niemand beworben oder die Lust verspürt, Nee. dorthin zu gehen. Die sind ja dann doch natürlich schon schüchtern, also alle so unter 16 Ach so, okay. Jahren. Und wir organisieren in der Musikschule, jetzt in der Corona-Krise natürlich nicht, aber vorher war es so, immer haben wir so eine Veranstaltungslocation, das ehemalige Riverboot. Und da gibt es immer ein Frühlingsvorspiel und Sommervorspiel, Weihnachtsvorspiel. Und da haben die Schüler so auch das erste Mal die Möglichkeit, auf der Bühne zu stehen und Erfahrungen vom Publikum zu sammeln, mal zu gucken, wie ist das denn, vor Publikum auch mal zu singen. Also viele üben und singen so vor den Eltern oder zu Hause für sich allein oder eben mit mir im Unterricht. Und es ist ja doch, also ich kann aus Erfahrung sagen, doch was anderes, wenn man vor Publikum singt und dann auch wirklich aufgeregt ist und ja, einfach schaut, wie kommt das jetzt an, gefällt den Leuten überhaupt meine Stimme? Und das ist erstmal so die erste Möglichkeit, wo man so ein bisschen Fuß fassen kann und schauen kann, ist das denn überhaupt so das Richtige für mich? Du sagst gerade Lampenfieber und so weiter. Wie ist es bei dir, wenn du Auftritte hast? Ist da Lampenfieber auch noch dabei, oder? Ja, definitiv. Also Lampenfieber gehört immer mit dazu. Und ja, ohne Lampenfieber, ich weiß nicht, wäre ja auch die Spannung nicht da. Und ich glaube, ich hatte ja jetzt natürlich länger keinen richtigen Live-Auftritt. Und ich glaube, ich werde dann auch tierisch aufgeregt sein. Also jetzt nach so langer Zeit muss ich wahrscheinlich dann noch meine eigenen Songs nochmal üben. Eigentlich, was man ja sonst immer so im Kopf hat. Aber ich denke, dann muss ich mich wirklich hinsetzen und dann auch mal. Ja, mal wieder Texte lernen. Ja, das auf alle Fälle. Sind die ersten Auftritte schon in Aussicht? Kann man die, was auf deiner Homepage stehen, sind die schon soweit aktuell bestätigt oder sind da noch ein paar Ja. am Wackeln sozusagen? Ja, also viel steht natürlich noch nicht drauf. Es gab zum Beispiel eine Musical-Dinner-Show, die sollte letztes Jahr im Mai stattfinden, 2020. Und die wurde dann auf Herbst 20 verschoben, dann jetzt auf Mai 21. Jetzt wurde sie auf Herbst 21 verschoben. Also es wird halt alles nur verschoben und ich hoffe natürlich, dass irgendwann auch mal was stattfindet. Aber auf der Homepage, ja, die ist aktuell, kann man natürlich schauen. Garantieren kann man es natürlich nie, ob es dann auch wirklich stattfindet. Aber ich hoffe es natürlich sehr und wer Lust hat, kann natürlich gerne mal auf meine Homepage schauen, www.franziska-musik.com und da gibt es alle Infos. Alle Infos. Was jetzt garantiert nicht verschoben ist, ist deine aktuelle Single. Du bist Musik. Und die ist wiederum mit einem ganz neuen Team entstanden. Wie ging es da voran? Wie ging es da voran? Ja, gut. Also der Song wurde mir vorgeschlagen und ich habe mich gleich in den Song verliebt und fand ihn ganz toll und auch ja, sehr passend zu mir. Und ja, so kam dann eigentlich die Zusammenarbeit zustande und es gibt jetzt auch schon neue Songs, die ich jetzt auch bald im Studio wieder aufnehmen werde. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Sehr schön. Also dann ist das sozusagen schon ein bisschen der Vorbote für eine geplante CD wieder, für ein geplantes Album, oder? Ja, also ich denke in diesem Jahr natürlich nicht mehr, aber 2021 denke ich, wird es dann nach 4 Jahren dann ein neues Album geben. Also relativ 22 lang. meinst du dann wohl, oder? Dieses Ja, Jahr haben hier wir. genau. Genau. 22, genau. Genau. dann wird es wahrscheinlich was Neues Ja, geben. genau. Dann wieder neu durchstarten und dann geht es auch schon ja, wieder Richtung ja, Erfolg und TV-Sendungen und so weiter. Da stehen natürlich wieder einige an. Ja, jetzt in der Zeit natürlich von immer wieder sonntags bis jetzt ist eine lange Zeit. Was hat sich da für dich verändert oder kam neu hinzu? Was ist so passiert so insgesamt? Was würdest du sagen? Insgesamt,
Viel ist passiert. Also sehr, sehr viele Konzerte habe ich gespielt, viele TV-Auftritte gehabt, also viele Alben veröffentlicht. Also ich bin halt sowieso froh, dass ich das ja zum Beruf machen darf und konnte. Also jetzt auch so viele Jahre. Mittlerweile immer wieder sonntags, ist schon 14 Jahre her und ich habe halt nie was anderes gemacht als das, als Sängerin auf der Bühne zu stehen und ja, Musik zu machen, also kreativ zu sein. Also ich liebe das total, sich neue Gedanken zu machen, auch neue Sachen auszuprobieren. Ich würde sagen, dass ich schon auch sehr kreativ und auch experimentierfreudig war in den letzten 14 Jahren. Und ja, ich bin gespannt auf alles, was noch kommt, jetzt auch mit dem neuen Team. Und der neue Song kommt auf jeden Fall gut an. Ich bekomme sehr viel positives Feedback und ja, das ermutigt natürlich auch. Auf alle Fälle. Also mir gefällt eigentlich auch sehr gut, doch, geht gut ins Ohr und ist ja wirklich wieder eine tolle Nummer, die man gut anhören kann. Das stimmt, das kann man nur unterstreichen. Privat natürlich sieht es bei dir ja auch ganz gut aus. Du hast ja auch das Glück, dass dein Partner auch noch dein Management macht und auch sonst, glaube ich, im Musikalischen auch sehr eingefahren ist, sozusagen, ne? Genau, wir haben uns 2014, genau, an der Musikschule kennengelernt, haben beide dort unsere Ausbildung gemacht. Ich als Gesangspädagogin, Robert, mein Partner, als Gitarrenpädagoge. Und ja, hat halt gut gepasst. Und ja, es ist halt ja, ein tolles Gefühl, also auch eine gewisse Art von Glück, dass man mit seinem Partner auch beruflich zusammenarbeiten kann. Und ja, man zusammen unterwegs ist, man zusammen die Sachen erlebt und zusammen auf der Bühne steht, hinter der Bühne, dass er mich da unterstützt. Also vor wie hinter der Kamera. Und ja, da bin ich sehr happy. Der ist auch in deinem aktuellen Musikvideo, glaube ich, zu sehen, so wie du gerade im Vorfeld noch verraten hast, ne? Genau, Du bist Musik, könnt ihr euch auf YouTube gerne mal anschauen. Da könnt ihr auch den Robert, für alle, die ihn vielleicht noch nicht kennen, auch mal sehen und so ein bisschen kennenlernen. Ja, jetzt muss man natürlich auch die Frage stellen, läuten irgendwann mal die Hochzeitsglocken? Ist da schon was in Planung? Tatsächlich wird in letzter Zeit oft die Frage gestellt. Geplant ist noch nichts, weil, weiß auch nicht. Also, wir wollen nicht überstürzen, beziehungsweise reden wir da eigentlich jetzt gar nicht so drüber. Also, wir haben es jetzt noch nicht so auf dem Schirm, aber wir sind ja noch jung und ja, ich denke, irgendwann werden wir bestimmt mal heiraten. Ja, das gehört dazu, klar. Und gut, klar, jetzt in der Krise sozusagen, man weiß ja nie, mit wie vielen Leuten man feiern darf, fällt die Hochzeit dann klein aus, nur im engsten Kreis, oder will man doch vielleicht ein bisschen größer feiern? Das ist natürlich auch noch alles von der aktuellen Situation, denke ich mal, abhängig, ne? Ja, Genau. und ich habe eine große Familie, er hat eine große Familie und da muss man natürlich schon, wenn man das plant, dann möchte man Genau. natürlich auch alle dabei haben und alle einladen und nicht nur die Hälfte. Ist ja sonst auch nicht, ja, der schöne Tag soll natürlich auch mit der Familie gefeiert werden. Richtig, richtig. Ja, jetzt bei mir, wie gesagt, ich habe es vorhin schon im Eingangs erwähnt, sieht es ja jetzt recht sommerlich aus im Hintergrund. Der Sommer steht vor der Tür. Wie wird dein Sommer 2021 aussehen? Geht es irgendwo weg in Urlaub, in ferne Länder oder doch schön Corona-konform in den heimischen Gefilden? Das ist eine gute Frage. Auch mit der Frage haben wir uns noch gar nicht auseinandergesetzt. Also Robert und ich, wir sind halt große Campingfreunde. Also wir haben auch einen Wohnwagen und ja, komplette Zeltausrüstung. Also wir sind gut ja, ausgerüstet, um auch spontan einfach zu sagen, jetzt passt es gerade, wir fahren los. Also wenn wir nicht gerade irgendwo hinfliegen, dann versuchen wir natürlich immer auch so mit dem Auto dann zu fahren. Letztes Jahr waren wir in Paris und in der Normandie
Und das war auch sehr spontan, aber trotzdem sehr schön, durch Corona nicht so überlaufen. Also am Eiffelturm zum Beispiel mussten wir gar nicht anstehen. Das war wirklich sehr schön. Okay. Und für dieses Jahr haben wir gar keinen Plan. Also tatsächlich sind wir meistens im November irgendwo hingeflogen, dann im Februar nochmal, ein bisschen in die Sonne. Das haben wir jetzt der letzten Zeit natürlich gar nicht gemacht. Aber wir sind halt gerne Leute, die reisen, die unterwegs sind und ich vermisse es auch total. Also momentan haben wir ein bisschen so den Trip, dass wir sehr viel wandern gehen, weil das sind dann so kleine Tagesausflüge, mal in den Harz oder mal in Sächsische Schweiz, je nachdem, wo gerade die Inzidenzzahlen ja, passen sozusagen. Und das machen wir jetzt momentan. Ob wir dann vielleicht spontan noch mal irgendwo hinfahren, das wissen wir jetzt so noch nicht. Ja, wunderbar. Dann denke ich mal, wird man euch irgendwo vielleicht an einem Campingplatz mal wieder treffen oder auf der Autobahn auch unter Umständen, ne? Und dann wird Ja, Musi und hoffentlich. dann wird musiziert dann auf dem Campingplatz, oder? Gitarre raus und kräftig gesungen mit den ganzen anderen Campern. Tatsächlich eher weniger. aber ja, es ist halt meistens, wenn man Urlaub hat, also ist es ja so, wir machen ja hauptberuflich Musik und haben ja so viel mit Musik zu tun. Und es ist dann auch mal schön, dann ein Mal bisschen seine Ruhe abzuschalten. zu haben oder sich auch andere Künstler anzuschauen. Also Okay. gerade so auf dem Campingplatz, wenn dann manchmal jemand spielt, dann ist es halt schön, dann vielleicht auch einfach nur ein Glas Wein zu trinken und dann einfach zuzuhören und das zu genießen. Ja, genau, nee, das natürlich auch. Also da will man dann doch mal ein bisschen dann auch abschalten. Das verstehe ich ganz genau. Ja, mit Auftritten dieses Jahr, wir haben es ja schon gesagt, wird noch ein bisschen schwierig, aber die neue Single, die wird ja jetzt kräftig promotet. Was für Sendungen stehen an? Sieht man dich wieder bei Immer wieder Sonntags, Fernsehgarten, das sind ja so die gängigen. Ja, also schaut einfach mal auf die Homepage. Wie gesagt, wenn es da was Aktuelles gibt, immer wieder sonntags, denke ich schon. Es wäre dann sonst seit 14 Jahren das erste Mal, dass ich nicht dabei wäre. Wäre natürlich sehr schade. Aber ja, ich denke, alle auch MDR-Sendungen einfach mal auf die Homepage schauen. Sehr schön. Das machen wir sehr gerne. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich hier bei Promi-Geflüster schon wieder fast geschafft. Herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast. Und Sehr gerne. wenn es wieder was Neues gibt, einfach melden. Speziell dann spätestens 2022, dann mit einem neuen Album. Gerne wieder herzlich willkommen hier bei uns. Vielen, vielen Dank. Schön, dass wir uns, ja, wenn auch ein bisschen anders, dass wir uns aber wiedergesehen haben. Das hat mich auch gefreut, ganz genau. Dir alles Gute nach Sachsen und liebe Grüße. Und für die Zuschauer sage ich auch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Fragen habt, ruhig an die Franziska schreiben auf ihrer Homepage. Da könnt ihr bestimmt auch, oder beziehungsweise auf den Social Medias. Da geht es, glaube ich, am einfachsten. Wo bist du denn da noch überall? So ganz abschließend. Ja, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Ich glaube, alles, was es halt so gibt. Das Einzige, wo ich noch nicht bin, da weigere ich mich noch ein bisschen, ist TikTok. Ja, Also, genau. man hat so schon immer viel zu tun und das ist halt dann, es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Das denkt man gar nicht. Richtig. Account habe ich zwar auch, aber da mache ich auch relativ wenig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Dann müssen wir uns noch vernetzen. Das machen wir dann im Nachhinein. Und wie gesagt, jetzt nochmal dir alles Gute und herzlichen Dank nochmal. Vielen Dank. Macht's gut. Bis bald.